Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle. Wie Sie hier sehen, haben wir hier eine kleine Sammelstelle für Goldmünzen aufgebaut. Und zwar befinden sich jetzt hier vor Ihnen und vor mir 250.000 Euro in physischem Gold. Wir wollten Sie einfach mal zeigen, damit Sie sich auch ein bisschen besser vorstellen, wie platzsparend das ist, wie wenig es eigentlich ist. Viele unterschätzen eigentlich, dass bei Gold die Dichte so hoch ist. Ja? Und wenn wir mal ein bisschen drüber schauen, dann erkennen Sie auch relativ schnell, was sich hier befindet. Wir sehen hier außen einige 100 Gramm Goldbarren. Wir sehen hier einen 1 Unzen Gold Känguru Nugget. Wir sehen den Gold Philharmonica als eine Unze. Wir sehen im Unzenbereich hier den Gold Maple Leaf daneben und auch der sehr beliebte American Buffalo von beiden Seiten, einmal mit dem Indian Head und einmal mit der Buffalo Aufprägung. Dahinter sehen wir die Philharmonica als Zehntelunzen, also nur der zehnte Teil von der ganzen Unze. Sehr beliebt auch gerade als Krisenschutz, genau wie die Kombibarren. Und hier sehen wir dann den Krügerrand als Zehntelunze, die meistverkaufte Goldmünze der Welt. Wir sehen aber auch die 1-Unzen-Goldmünze vom Krügerrand, die meistverkaufte ist. Und der Krügerrand hat den riesigen Vorteil, dass er weltweit überall bekannt ist. Also den Krügerrand sollten Sie in jedem Portfolio finden. Wir sehen auch die Kombibarren hier vor uns liegen und wir haben für Sie auch einen kleinen Smiley aufgebaut. Dann dieses goldene Lächeln, das sollten Sie hoffentlich mit uns teilen, was hier an Menge, an Masse aufgebaut ist. Warum haben wir das denn gemacht? Wir haben einen Anleger bei uns im Haus, der gesagt hat, Herr Kettner, ich möchte in 4 Etappen 1 Million Euro in Gold kaufen und möchte stückweise anfangen, mir jetzt ein Portfolio aufzubauen. Stellen Sie uns doch mal was Sinnvolles zusammen im 1-Unzen-Bereich und im Barrenbereich. Ich möchte aber auch ein bisschen was zum Thema Krisenschutz. Keine Sammlermünzen in diesem Fall, die rate ich auch immer bei größeren Investitionen, dass man ein paar seltenere Münzen mit reinnimmt. Und die Zusammensetzung ist folgendermaßen von uns gewählt worden. Wir haben uns für die gängigsten Anlagemünzen entschieden, deswegen auch die Motive, die wir hier angesprochen haben. Wir haben einen Großteil an Feingoldmünzen, aber er wollte unbedingt auch einen Krügerrand mit dabei haben. Deswegen hier ein bisschen optisch getrennt, die Zehntelunzen und die ganzen Unzen. Ja, die Kombibarren, meine Damen und Herren, die wollte der Kunde, weil er eben Barren im Portfolio haben wollte und nicht nur 100 Gramm Barren, sondern auch kleinere. Und die 50 Gramm Barren, das sind eben die Kombibarren, die meist verkauften, die dann zusätzlich den Vorteil bringen, wenn ihm die Zehntelunzen nicht ausreichen, um sein Überleben im Krisenfall zu sichern, dass er hier auch noch Stücke hat, die er einfach immer grammweise abbrechen kann. Also für Sie zu merken, eine Mischung aus Barren und Münzen. Er hat jetzt in dem Fall nur Gold gekauft, weil er Silber einfach vom Platzbedarf nicht unterbringen kann. Er sagt, er hat ein kleines Versteck, da muss alles reinpassen. Wenn man jetzt auf diese Schatzkisten hier verzichtet und die Münzen rausnimmt, dann sehen Sie, bekommt man das auch problemlos in, ja, ich sage jetzt mal, 2 große Jackentaschen oder in eine kleine Umhängetasche und kann damit wirklich mit 250.000 auch notfalls das Land verlassen oder den Standort relativ einfach ändern. Das größte Produkt, das wir gewählt haben, ist der 100 Gramm Barren. Einfach deswegen, weil wir sagen, Kilo Barren macht in der Größenordnung deswegen wenig Sinn, weil er es wieder gegebenenfalls verkaufen möchte. Das war Geld, das hat er aus einem Immobilienverkauf, der Kunde. Und er weiß nicht, ob er in 3, 4, 5 Jahren vielleicht wieder eine Immobilie davon kaufen möchte oder nur einen kleinen Teil benötigt. Und deswegen hat er es auch kleinteiliger gestückelt, sodass er wirklich für alle Fälle vorbereitet ist. Was gibt es noch zu sagen zu den Münzen an sich? Wir haben die Münzen so gewählt, dass wir die Bestseller aus dem Online-Shop abbilden. Das heißt, die Produkte, die kann er auch jederzeit ganz schnell wieder verkaufen. Er wird in der zweiten Charge noch einige Vreneli-Münzen mit reinnehmen. Einfach historische Münzen, um im Falle eines Goldverbotes entsprechend nicht auf dem Radar zu sein und diese Stücke zumindest behalten zu dürfen. Das ist auch der Grund, warum ich oftmals limitierte Münzen empfehle. Denn limitierte Sammlerstücke waren bei den Goldverboten auch nie mit betroffen. Für diejenigen, die jetzt sagen, Mensch, das gefällt mir, das ein oder andere ist dabei. Sie müssen natürlich nicht für 250.000 Euro in Gold investieren, wenn Sie bei uns kaufen möchten. Es fängt schon klein an, gerade die kleinen Goldstücke hier, die kosten zwischen 170 und 180 Euro. Da sind Sie schon vorne und günstig mit dabei. Die Schatzkiste, die bekommen die Kunden ab 100 Münzen bei uns immer mit dazu. Und ja, sollten Ihnen Fragen einfallen, schreiben Sie es einfach mal hier unter das Video in die Kommentarfelder. Haben Sie vielleicht selbst ein ähnlich großes Vermögen oder planen Sie, in solchen Mengen zu investieren? Man muss es ja nicht auf einen Schlag machen, sondern man kann es sukzessive machen. Der Kunde war halt sehr von den Krisenherden weltweit getrieben und von der Negativzinssituation und hat uns einfach zu verstehen gegeben, dass er glaubt, es ist kurz vor 12 und deswegen beginnen momentan nicht nur dieser Herr, sondern viele Familien auch im größeren Stil ihr Vermögen umzuschichten. Und das ist für uns immer ein Signal, dass jetzt bald am Markt was droht. Deswegen, ich glaube persönlich, wir haben nicht mehr viel Zeit. Kommen Sie ins Handeln und geben Sie uns einen Daumen hoch, abonnieren Sie den Kanal und schalten Sie das nächste Video wieder ein. Wir schließen jetzt mal die Schatzkronen.